So, willkommen zurück. Edward ist immer noch in seinem riesigen Pool am Schwimmen. Nein, natürlich nicht. Wir sind immer noch auf den... auf der Jagd nach den ganzen Truhen in Nassau. Und ich glaube, das ist die letzte. In der letzten Folge haben wir ja schon ein paar gesammelt. Und das setzen wir jetzt hier an dieser Stelle mal schnell fort. Auch ein Fischchen. Ist das Nemo? Nein. Auch nur so ein dummes Vorteil. Jedes Mal, wenn man einen Fisch sieht, dass man vielleicht denkt, es sei Nemo. Nemo hat es schon schwer. Naja. So, ich glaube, das ist definitiv... Boah, das sieht aber auch so schön aus hier mit dem... Wie könnte ich mich wohlfühlen? Definitiv. Ja, das hat es jetzt auch voll gebracht, Edward. Also ich höre schon klingeln, also ist hier auch die Truhe. Ja, da ist sie, auf so einem kleinen Schiffersbötchen. Nein, Schiffersbötchen, nicht Claudia Schiffersbötchen. Claudia Schiffersbötchen, hallo? Ja, 22 von 22 Truhen, wir haben alle Truhen gesammelt in Nassau. Ich kann nochmal eben kurz nachschauen, ich weiß nicht, irgendwo hat man, glaube ich, die Legende, glaube ich, kann man sich, war das... Ne, wo war das denn nochmal gewesen? Man konnte sich, glaube ich, irgendwie anzeigen lassen. Ah, hier. Genau. Also, die Truhen haben wir, die Aussichtspunkte haben wir. Die Assassinenaufträge haben wir 0 von 2, Notenblätter 2 von 5, Animusfragmente 2 von 13 und Geheimnisse 1 von 15. Und hier in der Ortschaft gibt es halt Krokodile, Hasen und Wildschweine. Wunderbar, wunderbra. Dann gehen wir mal ganz schnell runter hier vom Claudia Schiffer Schiff. Mein Gott, ich hab's heute aber auch mit Namen. Claudia Schiffer Schiff und Nemo. Naja. So. Dann werden wir mal zu unserer nächsten Mission stiefeln. Oh, was war der denn da? Er angelt, ne, oder? Ja, ob das was wird. Einmal, soll ich dir mal zeigen, wie das geht? Da musst du so drauf schießen. Da ist doch nichts. Wo willst du denn da hinfischen? Also Jungs, so wird das nichts. Vielleicht solltet ihr doch Gärtner werden. Anstatt Fischer. Naja. Oh. Ja, das hätte ich dir vorher sagen können, dass das nichts wird. Ja, da brauchst du dich... Mein Gott. Wieso würde ich jetzt eine knallen? Naja. Hier, der macht das richtig. Der hat eine Angel in der Hand. Oder eine Rute. Rute sage ich jetzt. Ja, okay. Ich hab's schon ausgesprochen. Nein, er hat eine Angel in der Hand. Jetzt werden wieder einige in den Kommentaren schreiben. Was hast du gesagt? Oh mein Gott. Du hast gesagt, er hat eine Rute in der Hand. Gott, wie konntest du das nur sagen? Oh. Ganz komisches Stöhnen jetzt von Edward. Aber naja, da sind schon unsere Freunde wieder. Also es geht jetzt weiter in der Hauptmission. Gucken, wie die Mission heißt. Schauen wir mal. Oh, der sitzt auf das, auf die Fässchen. Das Feuerschiff. Ja, los geht's. Der Kommodore ist tot. Alle bereit? Beinahe. Wir haben ein Problem mit der Galeone und ein paar Dutzend. Pech und Schwefel. Willst du Rauchzeichen geben, du Laus? Du sitzt auf genug Schwarzpulver, um New Providence von den Klippen zu sprengen. Lass mich los, Mann. Ist schon recht. Ich wollte sagen, ein Trupp Rotröcke hat unsere Galeone besetzt. Wir müssen sie ausschalten, um mit ihren Kanonen die Blockade zu brechen. Okay. Es klingt nach einer Menge Action auf See mit unserem Schiff. Edward läuft im Kreis. Hui! Geh ins Licht, Edward. Geh ins Licht, Edward. Geh ins Licht, Edward. Geh ins Licht. Ja, genau. Bleib beim Feuerschiff, Captain. Es darf nicht sinken. Bleib beim Feuerschiff. Ich war. Nein, jetzt müssen wir das Feuerschiff auch noch eskortieren. Oh Gott.
auch noch so eine Beschützermission auf See. Oh, alle außer Großbergen! Wir hatten jetzt so viel... Öffnen Sie mal, die Briten haben was gemerkt. Lass die Hunde los! Wow, wir hatten so viele Landmissionen. Jetzt bin ich voll raus hier aus dieser Schiff... aus dieser Schiffsaktion. Ich weiß gar nicht mehr, wie das funktioniert. Das so. Feuer! Ich glaube, das war so richtig, Mist. Ne? Der Winkel stimmt noch nicht. Bereit! Rahm und Waffen! Feuer! Sie präsentieren sich uns! Lasst sie dafür bezahlen! Hebt den Befehl, Sir! Feuer! Feuer! Auf den Grund! So, das Feuerschiff darf nicht sinken. Es ist unser Ass. Ja. Ich muss mal wieder dahin. Das ist irgendwie... Feuer! Haltet euch! Verdammt! Der Zimmermann muss... Feuer! Das nicht. Ja! Auf dein Zeichen, Captain! Feuer! Feuer auf den Grund! Schaut beim Feuerschiff, Captain. Es darf nicht sinken. Wow. Vorbei! Sind die Haken fest? Feuer! Nein! Ja, es darf nicht sinken. Ich komme ja noch über das Rampen an den ganzen... Schießen, Sir. Feuer! Daneben! Feuer! Da ist sie am schwächsten, Captain! Feuer! Feuer auf den Grund! Ich glaube, wir werden eher sinken, wie das Feuerschiff. Weil... Gegner feuert! Das Feuerschiff darf nicht sinken. Es ist unser Ass. Wie kann ich denn nach hinten? Feindliches Feuer! Bereit machen für Aufschlag! Gegner feuert! Vorsicht! Er hat uns voll erfeuert! Ein paar Treffer hier und sie bricht! Bereit, Gegner feuert! Feindliches Feuer! Arbeiten dran, Sir! Feuer! Sie präsentieren sich uns! Lasst sie dafür bezahlen! Iran auf dem Wind! Gegner feuert! Guck mal, wenn die Wanden alle Segel reppen! Feuer! Nicht als Salzwasser! Feuer! Da ist sie am schwächsten, Captain! Das sind keine Gegner für uns! Feuer! Da, Captain, auf den da sind sie am empfindlichsten! Großsegel, los geht's! Oh. Bleib beim Feuerschiff, Captain! Es darf nicht sinken! Das ist aber auch eine sehr, sehr schwierige Mission, finde ich. Also... Das Feuerschiff explodiert bald! Pass auf, Captain! Wow. Der Wind ist eine steife Brise, Captain. Gegner feuert! Das hat Schaden! Nun weg von der Flotte und wir haben es geschafft. Die Blockade? Ja, super. Toll, ich darf aber der nicht sterben. Der Treffer reißt uns in die Tiefe. Ja, Feuer. Wenn mal hinter mir dieses blöde Schiff nicht, dann würde ich es schaffen. Gegner dann feuert! Ich... Das Rubia kommt ganz von allein. Mein Gott, ich pack's nicht, weil er hinter mir da direkt sagt und... Feindliches Feuer! Ja, super, ganz toll. Das war ja sowas von klar. Mann, ich bin so schön durchgekommen. Und dann dieser verdammte Fail. Mann. Alle Segel sind durch. Nun weg von der Flotte und wir haben es geschafft. Aber hey, wir haben wieder voll Leben. Und er hat da gespeichert, das ist schon mal super. Steffen, da, Mörser! Von Backbord, Sir! Nur die Ruhe, Kenway. Das Rubia kommt ganz von allein. Das ist noch nicht. Ab- und Rahmsegel! Erwarten Befehle! Hallo! Wir sind gleich Treibgut, Captain! Hallo! Was ist denn hier los? Ja, ich sollte doch mal in die Richtung schießen und gucken, wo ich hin... Mein Gott, nee. Ist denn sofort möglich? Gibt's doch nicht. Wow, ja sicher, segel doch noch direkt da rein. Wow, war das knapp. Gott. Ich sag ja, also mit Schiff fahren, da habe ich es nicht so. Aber wir haben es geschafft, Gott sei Dank. So ein Gemetzel. Ja. Adivali hat vollkommen recht. Ihr Bastarde. Schiebt euch euer Pardon wohin, Governor! Die tanzen herum, als hätten sie Beute gemacht. Ich gebe Adivali recht.
Tja, das ist nicht gut, das ist gar nicht gut. So viele Metzeln, so viel hin und her. Nee, 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 nee. Aber ich habe eine neue Trophäe. Der Hammer fällt. Der Hammer fällt nicht weit vom Stamm. Nein, das ist ein anderer Spruch. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Wie komme ich jetzt auf der Hammer fällt nicht weit vom Stamm? Oh mein Gott. Nein. So. Oh. James Kidd. Ahoi, Kidd. Hast was verpasst. Ei. Schade, das mit Nassau. Und Blackbeards feiger Abgang. Oh, wir kümmern uns um Thatch. Wayne ist zu ihm gefahren und ich fahre bald hinterher. Mehr ist nicht übrig von deiner versuchten Demokratie? Ei. Wir tun hier, was wir wollen und wir lassen uns Zeit dabei. Meine Güte, Edward. Lockt dich denn nur noch der Gestank von Reichtum aus der Reserve? Was ist denn in dich gefahren? Wirklichkeit, Freund. Wirklichkeit. Pass auf, dass er dich nicht zum Trinker macht, die versoffene Ratte. Hey! Ich lebe schon länger als die meisten, die diesen Weg gingen. Wie der da am Singen ist. Ja, so. Dann schauen wir mal. Das ist doch, glaube ich, die Insel hier, wo wir... Stimmt. James Kidd dann, glaube ich, das erste Mal getroffen haben, glaube ich. Kann das sein? Oder verabschiedet hatten irgendwie. Ja. Von uns. Ah ja, genau. Das war hier diese Stelle. Da kommt man auch wieder zurück. Genau, hier waren wir auch schon. Da haben wir James Kidd auf dem Schiff... Hatte uns, glaube ich, eingeladen gehabt und zu uns gesagt, wir sollten sie doch irgendwo treffen. Das ist ja eine Sie. Wusste ich ja von Anfang an schon. Edward anscheinend hat es wohl nicht irgendwie geschnallt. Naja. Habt ihr einen Moment, Captain? Worum geht's denn? Ich brauche Geld, um eine Schiffswerft zu errichten, Captain. Je schneller ich das Geld bekomme, desto eher beherrschen unsere Schiffe die See. Mhm, Hafenmeister. Soll die Konstruktion verbessert werden? Dieses Upgrade schaltet den Laden des Hafenmeisters in Edwards Versteck auf Red Inagua frei. 500 Real, ja, können wir mal machen. Yeah! Das ging aber schnell! Also, wenn du so schnell renovierst, dann solltest du auf jeden Fall mal häufiger bei mir zu Hause vorbeikommen. Oh, die junge Dame hat auch ein bisschen viel getrunken. Genau wie er auch. Ahoi, Männer. Alle voll wie die Haubitzen? So muss es sein. Harr, harr. Kommt jetzt wieder. Wie sich jetzt gleich wieder zurück, freuen. Sir. Ja, ade, vale. Captain hat das Ruder. Captain hat das Ruder, genau. So, in See stechen. Schnellreisemenü öffnen. Denn wir müssen ja wahrscheinlich zu unserem nächsten Missionsziel. Die Frage ist nur, wo ist es? Da oben. Da waren wir aber noch nicht gewesen. Das heißt, wir werden erstmal hierhin schnell reisen. Genau. Um dann den Weg ein wenig zu verkürzen auf Schiff, weil ich bin ja nicht so... Weiß nicht. Mir gefällt das nicht so mit dem Schifffahren. Das ist nicht so meine Welt. Aber trotzdem finde ich, ist es ein tolles Spiel. Auch grafisch, wie gesagt, ist sehr, sehr schön. Und, Bring die Hauptsegel in den Wind! Ja, wie gesagt, also... Lasst uns Fahrt aufnehmen! Ganz, ganz tolles, Segel, ganz, ganz tolles Bewegung. Spiel. Nochmal ein Lob an Ubisoft, ist wirklich sehr alle schön gemacht. Alle Segel klar zum Setzen! Und ja... Die Jungs fangen wieder an zu singen. Und wir müssen in Richtung Ausrufezeichen segeln. Und wie es hier weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge Assassin's Creed Black Flag. Also, mach's gut. Ciao.